Eine Freude machen in schwierigen Zeiten. Am 25. April war genau das Ziel auf dem Gelände des Junior Hotel in Stralsund. Zum Anlass des Osterfestes in der orthodoxen Kirche haben die Ärztin Janina Proksch und ihre Eltern Annette und Carsten für die aus der Ukraine geflüchteten Kinder eine Überraschung geplant. Ich wollte eigentlich ursprünglich nur, dass mein Kind so ein bisschen mit dem Teilen das lernt. Und im Zuge dessen sind wir durchgegangen und haben einfach ein bisschen Spielzeug rausgesucht. Und wollten das eigentlich auch ganz gerne persönlich übergeben, haben das dann hier organisiert und haben eigentlich gesehen, dass es wahnsinnig viele Kinder gibt. Und wie gesagt, wenn man selbst ein Kind hat, dann merkt man einfach, also dann hat man einen anderen Bezug dazu, weil man einfach weiß, wie wichtig zum Beispiel Ostern ist. Und wenn man dann wirklich so ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch kommt und so die Wertigkeit auch kennenlernt, die Ostern hat, dann sind wir einfach wirklich auf die Idee gekommen, doch eine Kleinigkeit für die Kinder zu organisieren. Bei einer Kleinigkeit soll es aber nicht bleiben und so wurden die Vorbereitungen intensiver als zunächst gedacht. Vor allem eine ganz besondere ukrainische Spezialität brachte die Veranstalter ziemlich ins Schwitzen, denn beim Backen legten sie höchstpersönlich Hand an. Also es gab Paska, das ist ein traditionelles Osterbrot. Das bringt wohl Glück und Segen für das ganze kommende Jahr, deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Dann haben wir gefärbte Ostereier in den Körbchen gehabt. Die Körbchen an sich sind von Schulkindern in Pronen gebastelt worden, auch sehr liebevoll versehen, zum Beispiel mit einem kleinen Brief oder einem Zettelchen, zum Teil mit Spielzeug auch. Also die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Ja, dann hatten wir Schokoladen-Osterhasen und eben so eine kleine Schokosüßigkeit, mal ein Ei oder so einen kleinen Lolli. Die Klassen 5b, 5c, 6b und 6c der Gesamtschule Prohn legten sich mächtig ins Zeug. Unter der Organisation durch Herrn Höfs bastelten die Schülerinnen und Schüler im Unterricht Osterkörbchen, um den Kindern eine Freude zu machen. Marlene Dobrindt steuerte weitere Spielsachen bei und die Pizzeria Marius Pizza stand den Veranstaltern beratend zur Seite. Die Schokoladen-Osterhasen wurden unterdessen von der Marktleitung des Edeka Preller in Prohn gespendet. Und trotzdem hatte die Familie bis zum Schluss Bedenken. Wir wussten auch gar nicht, kommt überhaupt jemand? Sind sie zu schüchtern? Ist die Information über das Haus bei den Kindern angekommen? Ich fand es sehr gut organisiert. Und ich fand die Kinder sehr bescheiden, muss ich sagen. Wir haben ja erst vorsichtig so ein bisschen geguckt, bevor wir angefangen haben zu verteilen. Ich fand sie sehr bescheiden, sehr, sehr dankbar. Und ich habe mich auch persönlich sehr darüber gefreut, dass wir nochmal den Kontakt auch mit den Eltern aufnehmen konnten nach der Aktion. Und dass die auch nochmal kurz gesagt haben, wie die Kinder das reflektiert haben. Im Junior-Hotel sind aktuell neben ca. 80 Kindern aus der Ukraine auch geflüchtete Senioren untergebracht. Die Zahl ist steigend. Jegliche Hilfe wird deshalb dankend angenommen. Ich weiß auch, dass hier immer noch nach wie vor Kleidung und Spielsachen gesucht werden für die Kinder. Und auch da wäre es schön, wenn die Leute einfach was vorbei sammeln und vorbeibringen würden. Also in unserem Bekanntenkreis haben das die Leute gemacht, nachdem wir hier das erste Mal da waren. Und wir haben auch zwischendurch dann auch schon wieder was hergebracht. Und wir wissen, das reicht einfach nicht, weil es ist ja immer ein Durchlauf hier. Die Kinder kommen hierher und sollen von hier aus eigentlich in Wohnungen, oder die Familien sollen in Wohnungen weiterziehen. Und damit braucht man eigentlich immer wieder neuen Bedarf für die Neuankömmlinge. Familie Proksch hat es vorgemacht. Nun sind wir alle gefragt, unseren Teil beizutragen, um die Betroffenen in dieser schwierigen Situation zu unterstützen.